Wurde auch dein Flug aufgrund der Corona-Krise annulliert und wartest auch du noch auf Rückzahlung deines Geldes? Oder steht bei dir ein Flug an und dieser wird vermutlich nicht stattfinden? Dann haben wir hier wichtige Infos für dich als Fluggast. Denn Fluggästen droht aktuell Unheil in der Corona-Krise. Das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung will Fluggästen bei annullierten Flügen zukünftig nur Gutscheine statt einer Rückzahlung zukommen lassen. Alle Infos dazu bekommst du in diesem Video. Wenn du dieses Video gesehen hast, dann kennst du die aktuelle Rechtslage für Flugreisende. Du kennst aber auch das, was die Bundesregierung zurzeit unter der sogenannten Gutscheinlösung andenkt. Wir erklären dir, wie unsere rechtliche Einschätzung dazu ist und am Schluss, klar, gibt es von uns auch noch einen Rechtsrat, wie du dich am besten verhalten solltest. So, jetzt starten wir aber auch direkt los und der Start, der ist eigentlich noch ziemlich erfreulich, denn bisher konntest du dich als Fluggast darauf verlassen, dass bei Absagen und Annullierung deines Fluges dein gezahltes Geld zurückbezahlt wurde. Hierzu kam wirklich, wirklich viel Gutes aus Europa, denn die EU-Fluggastrechtsverordnung, die regelt, dass bei einer Flugannullierung der Ticketpreis innerhalb von 7 Tagen sogar zurückgezahlt werden muss. Die Fluggesellschaft, die darf dir zwar einen Gutschein anbieten, aber du als Fluggast musst das nicht akzeptieren. Ja, und jetzt ist natürlich das Problem, dass aufgrund der Corona-Krise Airlines das Problem haben, dass tausende Flüge abgesagt wurden und ja täglich immer noch werden. Entsprechend gibt es natürlich, das muss man zugeben, tausende Erstattungsansprüche von Passagieren. Und auch wir machen gerade die Erfahrung, viele Kunden kontaktieren uns und sagen, also wir werden da völlig alleine gelassen und lässt man gegen die Wand laufen. Es gibt also sozusagen da wirklich wenig Hilfe von den Airlines. Vielleicht hast du die Erfahrung auch schon gemacht. Wir jedenfalls sind inzwischen für viele Firmen und Verbraucher da fleißig aktiv dabei, denn zehntausende Anfragen wurden offensichtlich, ja, mehr oder weniger absichtlich, unabsichtlich, unbearbeitet liegen gelassen. Auch in der Presse hast du vielleicht schon gelesen, dass da geschrieben wird, dass ja nahezu alle Fluggesellschaften sehr zurückhaltend agieren, schön gesagt, und für die Kunden kaum mehr erreichbar sind. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Am Ende werde versucht, die Rückzahlungsdauer massiv in die Länge zu ziehen. Das kann man wohl sagen. Ja, wir hören da manchmal auch was von technischen Problemen und Ähnlichem. Ja, und glaubt man den Presseberichten, dann hat die Lufthansa die Möglichkeit zur Erstattung auf der Webseite eben komplett deaktiviert und mehrfach auch schon öffentlich verkündet, nur noch Gutscheine anzubieten. Auch ja, bei Eurowings könnten Reisende angeblich nur noch Gutscheine und keine Rückzahlung der Kosten erhalten. Und ja, EasyJet hat angeblich sogar die Service-E-Mail-Adresse deaktiviert und ist für Fragen zur Erstattung gar nicht mehr erreichbar. Ja, wie gesagt, auch wir haben schon einige Mandanten inzwischen, die diese unschöne Erfahrung gemacht haben. Vielleicht kannst du das auch bestätigen. Jedenfalls ist das Problem, glaube ich, klar und dieses Problem wollen Bund und EU jetzt für die Airlines lösen. Und das könnte dich als Verbraucher tatsächlich hart treffen und ja, den gesetzlichen Kundenschutz, muss man sagen, gewaltig ins Wackeln bringen. Denn das Corona-Kabinett hat einen Beschluss für eine sogenannte Gutscheinlösung bei Pauschalreisen, Flugtickets und Freizeitveranstaltungen gefasst. Und der Hammer für dich als Fluggast, danach ist geplant, dass Fluggäste bei pandemiebedingten Absagen von gebuchten Flügen nicht das Geld zurückverlangen können, sondern erst einmal nur einen Gutschein. Und das soll sogar rückwirkend gelten für alle Flüge, die vor dem 8.3.2020 gebucht wurden. Also kein Geld mehr, sondern nur noch Gutscheine. Es soll natürlich eine Härtefallklausel geben für Fälle, in denen der Gutschein ja unzumutbar ist. Aber im Grundsatz soll es eben Gutscheine geben, die bis zum 31.12.2021 gültig sind. Und erst danach soll eben der Wert bzw. der Ticketpreis ja erstattet werden. Diese Regelung könnte wirklich gravierende Folgen für dich haben. Das habe ich schon mal gesagt. Ich erkläre es jetzt auch. Warum ist das so? Du gibst ja quasi sozusagen ein Darlehen an deine Fluggesellschaft. Du gibst der das Geld ohne Zinsen. Die kann damit arbeiten. Und eben, ja, du musst sozusagen auf dein zinsloses Darlehen bis
zum 31.12.2021 warten. Und das Problem dabei ist, dass eben natürlich niemand sagen kann, wie es deiner Airline, die dann dein Darlehen hat, dann Ende 2021 überhaupt geht. Also ist die noch zahlungsunfähig? Ist sie noch zahlungsfähig oder ist sie möglicherweise schon zahlungsunfähig? Ja, da wird sozusagen still und heimlich das Ausfallrisiko auf dich als Kunde abgewälzt. Du trägst damit dann nämlich das Risiko der Insolvenz der Fluggesellschaft. Ja, dass ausgerechnet das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, das beim Corona-Kabinett mit am Tisch sitzt, das so mitträgt, ja, das verwundert uns natürlich sehr. Denn die bisherigen Regelungen, ja, die waren natürlich schon hart erkämpfte Verbraucherschutzregelungen. Und die Gutscheinlösung, die führt eben dazu, dass du als Kunde ja komplett das Ausfallrisiko trägst. Da kommen wir später nochmal zu, weil da ist es eben auch noch ein bisschen schlimmer als bei Pauschalreisen. Und außerdem finde ich, das Ganze schiebt das Problem selbst für die Airlines eigentlich nur bis zum 01.01.2022 hinaus. Denn dann werden ja alle Gutscheine sozusagen auf einmal, auf einen Schlag auszuzahlen. Und deshalb kann ich mir nur vorstellen, dass das Ganze ja das Problem quasi verschiebt, ne? Also, dass man dann sagt, dann wird die ohnehin gebeutelte Airline eben Anfang 2022 umso mehr Zahlungsschwierigkeiten haben. Und ja, dann gerade wirst du als Kunde möglicherweise in die Röhre gucken. Ich finde insgesamt, bevor ich sozusagen nochmal zum Ausfallrisiko komme, sowieso schwierig, sozusagen dich als Kunden so lange in der Luft hängen zu lassen. Denn es kann natürlich viele Gründe geben, jetzt eine Reise machen zu wollen und nicht erst irgendwie demnächst. Oder ne, vielleicht ändert sich auch mal was. Manche von euch sind vielleicht auch schon ein bisschen älter und sagen, ja gut, jetzt hätte ich das jetzt noch gemacht, aber jetzt nochmal später mit Corona und allem drum und dran ist mir das auch alles viel zu risikoreich, will ich gar nicht. Bei anderen muss man natürlich sagen, ja, also Corona reißt natürlich bei vielen schon ein ziemliches Loch in die Kasse, das erstmal gestopft werden muss. Also sprich, eine Reise, die man vor Corona geplant hat, ja, die will man vielleicht jetzt auch gar nicht mehr machen, weil es einfach viel zu teuer einem geworden ist. Plus, was ja auch uns schon angekündigt wird, die Preise können natürlich erheblich anziehen. Also in Kombination kann man vielleicht sagen, ja, man wäre vor Corona vielleicht noch nach Australien und auf die Malediven geflogen. Jetzt sagt man sich also maximal Mallorca oder eher Schwarzwald, das wäre so mein Ziel. Deshalb also sozusagen aus vielerlei Gründen finde ich eine unschöne Regelung für Verbraucher. Kommen wir nochmal zurück auf das Ausfallrisiko. Das möchte ich nämlich nochmal genauer problematisieren, weil es hier auch einen ja ziemlich großen Unterschied gibt zwischen Pauschalreisen und Flugreisen. Den gibt es jetzt auch schon, der ist aber auch in diesem ja Gutscheinpaket sozusagen wieder mit drin. Denn tatsächlich ist es so, dass bei den Gutscheinen die Idee ist, dass man möglicherweise eine Absicherung bei Pauschalreisen durch den Staat hinzufügt. Das ist noch ziemlich wackelig formuliert und ja, für uns selbst bei Pauschalreisen noch ein möglicherweise zu wenig oder zu viel, sehr, sehr unklar formuliert, aber möglicherweise immerhin ist schon drin. Bei Flugreisen ist ganz klar, dass eine solche Absicherung nicht bestehen soll. Also der Pferdefuß ist ganz klar, dass laut Beschluss des Corona-Kabinetts das Ganze als Absicherung nur für Pauschalreisen angedacht ist. Bei Flugreisen steht nichts von einer staatlichen Rückversicherung. Also sprich, wenn dann die Fluggesellschaft insolvent ist, dann werdet ihr als Fluggäste definitiv leer ausgehen. Und da ist auch nichts geplant mit irgendeiner Versicherung. Ja, was sagt die EU bzw. Brüssel jetzt zu diesen deutschen Plänen? Auch da gibt es insgesamt nur ein einheitliches Signal, also dass die EU-Kommission die Pläne der Bundesregierung insgesamt jetzt nicht so prickelnd findet. Aber wie die sich jetzt genau positionieren wird, man weiß es nicht. Unser Rat für dich als Flugreisender ist dabei deshalb ganz, ganz eindeutig. Noch mehr als bei Pauschalreisen solltest du auf keinen Fall abwarten, bis gegebenenfalls eine nachteilige Regelung auf den Weg gebracht wurde, sondern du solltest jetzt handeln und deine Ansprüche umgehend mit Nachdruck durchsetzen. Nicht zuletzt in der Thomas Cook Insolvenz haben wir wirklich für eine große Anzahl geschädigter Thomas Cook Kunden ihr Geld retten können. Als erste Kanzlei haben wir damals den deutschen Staat verklagt, also in einer Staatshaftungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Aber wir kennen auch zahlreiche andere Mittel und Wege, um dein Geld zu retten, auch vielleicht im Vorfeld. Wenn du jetzt unsicher bist, was du tun sollst, dann nimm gerne mit uns Kontakt auf. Wir helfen auch dir, dein Geld zu retten. Entweder bieten wir dir oft eine günstige Honorarvereinbarung oder wir klären für dich völlig kostenfrei mit deiner Rechtsschutzversicherung ab, ob die möglicherweise die Kosten trägt. Was auch immer du tust, du solltest auf jeden Fall aktiv zu werden, um dein Geld auf jeden Fall zu retten.